Ihr Lieben, wir machen jetzt eine kleine Andacht und gleich geht es los. Wir haben zwar jetzt den Springbrunnen an und dadurch ja, müssen wir ein bisschen schauen, dass man uns halt hört. Ich hoffe, dass man uns gut verstehen kann. Kann man uns bei euch da drüben gut verstehen? Und versteht ihr uns auch auf der Seite? Okay, dann möchte ich noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach, dass du jetzt noch mal kurz die Sonne halt rausscheinen lässt. Steh uns jetzt einfach bei, sende uns deinen Heiligen Geist runter, führe jetzt einfach die Andacht. Und im Namen Jesus Christus haben jetzt einfach alle Kräfte zu schweigen, die dafür sorgen, dass die Menschen unaufmerksam sind, dass sie abgelenkt werden. Ihr habt zu schweigen. Amen. Ja, wir machen ja immer wieder Dinge, wo man sagen muss, die sind nicht so toll. Also sogar ziemlich schlimme Dinge, für die wir uns vielleicht sogar schämen. Und der eine oder andere denkt vielleicht, dass er durch die Fehler, die er im Leben gemacht hat, dass ihm Gott nicht vergeben wird. Gibt es einige unter euch, die sowas denken? Dass sie so schlimme Fehler gemacht haben, dass ihnen Gott niemals vergeben würde? Früher habe ich sowas halt gedacht. Als Beispiel, das Letzte, was mir mein Opa gesagt hat, als ich ihn gesehen habe, kurz bevor er gestorben ist. Ich habe ziemlich viel oder recht viele schlimme Dinge gemacht und mein Opa hat zu mir gesagt, fahr zur Hölle. Also der war nicht so sonderlich angetan von mir. Und ich dachte halt auch, dass ich halt keine Vergebung meiner Fehler, meiner Sünden halt verdiene. Aber Gott ist da anders. Wir haben oftmals halt diesen menschlichen Blickwinkel. Wir denken halt oftmals Gleiches mit Gleichem vergelten und sind dann immer in diesen Rachegedanken drin. Aber Gott ist anders. Gott sieht es komplett anders als wir. Und zwar, ich kann halt sagen, sollte einer unter euch sein, der halt denkt, dass er keine Vergebung verdient hat, ich kann euch sagen, Gott liebt euch, egal was ihr gemacht habt, und wenn er vom ganzen Herzen umkehrt, dann werdet ihr auch Vergebung und auch Heilung finden. Und wir haben hier an meiner Seite, und er möchte euch halt einen kleinen Klassiker halt erzählen, und zwar kennt er ja vielleicht die Geschichte vom Saulus zum Paulus. Und mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Eine super Zusammenfassung, danke. Also ihr habt es halt nochmal gehört, kleine Kurzzusammenfassung. Saulus hat halt die Gläubigen verfolgt, aber Gott hat ihn als sein Werkzeug halt auserwählt. Und Saulus hat die Umkehr vollführt, wurde praktisch ein Mann Gottes und wurde danach halt der Paulus. Also ein Mensch, der schlimme Dinge getan hat, aber umkehrte und dann Gnade vor Gott gefunden hat. Und schließlich sogar ein Heiliger Gottes wurde. Man kann sagen, die größten Männer Gottes waren gleichzeitig die schlimmsten Sünder. Ich möchte euch noch kurz verzeigen. Ein kleiner Aufkleber. Und zwar habe ich hier einen Aufkleber in dieser Klarsichthülle mit vier Symbolen drin. Und diese vier Symbole stehen dafür, das Herz steht dafür, dass Gott jeden einzelnen Menschen auf diesem Platz liebt. Also ich habe hier einen Aufkleber mit vier Symbolen. Zu sehen ist ein Herz, ein Durchzeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen. Das Herz steht dafür, dass Gott jeden einzelnen Menschen auf diesem Platz liebt. Das Durchzeichen steht dafür, dass halt ein Problem vorherrscht. Also wir sind von Gott getrennt, dafür steht dieses Durchzeichen. Man könnte sich das doch so vorstellen, dass dieser Punkt hier oben Gott ist, der Balken sind die Sünden, die uns von Gott trennen und der Punkt da unten sind wir. Und weil Gott jeden einzelnen Menschen liebt, hat er sich einen Plan ausgedacht, hey, wie können wir halt diesen Schaden begleichen? Der Mensch ist nicht mehr ganz, er hat kein Heil in seinem Leben, was ist zu tun, damit halt der Mensch wieder ganz oder komplett werden kann oder vervollständigt werden kann, steht es ja auch in manchen Bibeln. Und zwar hat sich Gott da Folgendes überlegt, er ist in Fleisch gefahren, wir kannten ihn als Jesus Christus und im Anschluss ist er den Kreuztod gestorben und hat die Sünden aller Menschen auf sich geladen und praktisch mit sich gekreuzigt. Und ein Fragezeichen steht dafür, dass jeder Mensch am Ende des Tages vor der Wahl steht, ob er Jesus Christus in sein Leben einladen möchte oder halt nicht. Und wer Jesus Christus in sein Leben einlädt, der lädt gleichzeitig das Heil in sein Leben ein. Das heißt, die Dinge, die uns einfach belasten, die wird Gott Schritt für Schritt halt reparieren, wenn wir es denn zulassen. Aber wir müssen halt auch bereit sein, vom Herzen unsere Fehler
wie könnte man sagen, einfach umzukehren von unserem alten Weg und dann einen neuen Weg zu starten mit Gott. Und dann würde uns schon Gott beistehen. Ja, dann werde ich nochmal kurz zum Abschluss beten, bevor es halt losgeht. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns jetzt hier durch die kleine Andacht halt durchgeführt hast. Steh uns jetzt einfach bei, jetzt geht's halt ans Essen ran. Ich bitte dich, segne halt das Essen, segne den heutigen Austausch, sorg vielleicht dafür, dass das eine oder andere Gespräch halt einfach auf dich gerichtet ist, dass wir auf dich schauen, dass wir nicht auf unsere eigenen Probleme schauen, sondern dass wir dich halt praktisch zu unserem Fokus machen, zu demjenigen, auf den wir schauen. Und wenn wir auf dich schauen, dann erfahren wir auch Heilung und dann werden halt auch die Probleme um uns herum halt verschwinden. Steh uns einfach bei. Amen. Noch eine kleine Sache, bevor es losgeht, bevor ich es vergesse. So. Oh, möchten Sie auch einen Flyer zum Gemeinschaftsessen? Sie sind herzlich eingeladen. Immer am dritten Sonntag im Monat. Okay. Dann habe ich noch einen weiteren Flyer. Und zwar, wer auf der Suche nach einer Gemeinde ist, ist herzlich eingeladen in die Gemeinde. Wir haben Austausch über Gott und die Welt. Wir tauschen uns über unsere Probleme aus und wie wir die halt lösen konnten. Mit Gottes Hilfe. Und kommt vorbei. Ihr habt nichts zu verlieren, ihr habt nur zu gewinnen. So wie Gott mir geholfen hat, kann auch Gott euch helfen. Diesen Menschen kann nur geholfen werden, wenn sie auf den geraden Weg finden. Doch dafür muss die Wahrheit wie gleißendes Licht in ihr Dasein strahlen. Denn nur dann können sie die Lüge erkennen, mit der sie im Labyrinth gefangen gehalten werden. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.